Boah, diese Flüchtlinge, sie hassen Schwule, ne? Da, wo sie herkommen, werden Schwule gesteinigt und getötet. Digga, das stimmt nur zum Teil. Schon mal dran gedacht, dass einige dieser Flüchtlinge genau aus diesem Grund ihre Heimatländer verlassen mussten? Die öffentliche Debatte über geflüchtete Menschen ist meistens geprägt von Vorurteilen und Stereotypen. Der Eindruck von geflüchteten Menschen, den ich nach den meisten Politshows habe, ist: Flüchtlinge können sich nicht an Gesetz und Ordnung halten, Flüchtlinge respektieren keine Frauen und sie sind die schlimmsten Messerstecher überhaupt. Was ich am meisten an diesen Politshows kritisiere, okay, da gibt es eigentlich sehr viel zu kritisieren, aber was mir bei solchen Politshows am meisten fehlt, ist, dass diese Sendungen sich nicht mal ansatzweise die Mühe machen, überhaupt mit Geflüchteten zu sprechen. Stattdessen wird über sie gesprochen, und zwar mit Menschen, die kaum in ihrem Privatleben Geflüchtete kennengelernt haben. Und endlich gibt es eine Studie, in der mit geflüchteten Menschen gesprochen wurde. Und in dieser Studie sprechen Geflüchtete über das, was sie von den Deutschen denken. Und der Titel dieser Studie lautet: Andere Länder, andere Sitten, welche kulturellen Unterschiede Flüchtlinge wahrnehmen und wie sie damit umgehen. Wer hat die Studie durchgeführt? Die Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam mit dem Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Ein Thema aus dieser Studie fand ich sehr interessant. 67% der befragten Geflüchteten haben gesagt, in Deutschland kümmern sich Menschen mehr um sich selbst und nicht um ihre Familien. Und du denkst dir so: Boah, mein Cousin dritten Grades heiratet nächste Woche, ich habe kein Geld für Tacke und so, ich muss Dispo ziehen. Das ist natürlich auch nicht so gut, ne? Aber dazu ein anderes Mal mehr. Die Studie sagt auch, bei aktuellen Fluchtbewegungen nach Deutschland spielt die Familie eine große Rolle. Vor allem beim Thema Familiennachzug. Aber seit 2016 ist es für Geflüchtete schwerer geworden, ihre Familien hierher zu holen. Die Studie stellt fest, besonders die Geflüchteten selbst benennen die Trennung von Familienmitgliedern immer wieder als ein zentrales Integrationshindernis. Denn die Familie bietet den Menschen soziale Unterstützung, und zwar über Kulturen hinweg. Als ich 17 war, hat mir meine Deutschlehrerin auf der Hauptschule gesagt: Nalan, du kannst nicht studieren, das ist viel zu teuer für deine Eltern, du kannst kein Deutsch und deswegen wird es leider nichts mit deinem Studiumtraum. Und außerdem, die Mädchen bei euch warten doch sowieso auf ihren Prinzen, um zu heiraten. Ist das nicht so? Als sie mir das gesagt hat, habe ich tagelang geheult, weil ich dachte: Alles klar, ich kann kein Deutsch, wir haben kein Geld, ich kann nicht studieren, mein Leben ist am Ende. In diesem Alter denkst du einfach so. Dann habe ich meinen Eltern davon erzählt und sie waren schockiert, dass eine Pädagogin einer Schülerin so etwas sagen konnte. Und es waren meine Eltern, die mir gesagt haben: Nein, du schaffst alles, was du dir vornimmst. Du musst lernen, lernen, lernen und dann schaffst du es aufs Gymnasium und dann kannst du auch studieren. Du musst das nur wollen. Hätte ich meine Eltern damals nicht bei mir gehabt, die mich ermuntert haben und gestärkt haben, hätte ich das vielleicht alles hingeschmissen. Und die Moral der Geschichte? Ich will mehr von diesen Studien. Es soll mehr mit den Geflüchteten gesprochen werden und nicht nur über sie. Sie sollen mehr zu Wort kommen, damit wir ihre Bedürfnisse verstehen und entsprechende Angebote entwickeln können. Und damit wir auch weniger Vorurteile über sie haben. Findest du das auch? Dann gib mir ein Like und teile das Video. Und wenn du auch noch meinen Kanal abonnierst.